Max, wenn ich dich jetzt frage, was dich dazu bringt, das zu machen, was du heute so machst, was würdest du mir antworten? Ja, nichts in einem Satz wahrscheinlich. Das ist zu kompliziert. Also ich weiß nicht. Ich bin halt Unternehmer. Ich komme aus Unternehmerfamilie und ich unternehme gerne Sachen. Und wir in so einem Gartenbaubetrieb, der so komplex aufgestellt ist, unternimmt man halt ständig was mit verschiedenen Kunden, mit verschiedenen Leuten. Und ich bin ein kreativer Typ. Das heißt, ich plane gerne und verkaufe auch gerne. Ich bin kein guter Handwerker. Aber meine Jungs sagen immer, die Reklamationsquote steigt, wenn ich mit dabei bin. Aber verkaufen tue ich gerne. Und das ist eben Arbeit mit Menschen. Das ist eigentlich das, was am meisten Spaß macht. Wenn du mir jetzt so kurz skizzieren würdest, was ist so deine Stärke und vielleicht danach auch, was macht eure Firma aus? Also was sind die Stärken eures Unternehmens? Also meine Stärken, also man beschäftigt sich ja eigentlich mehr mit seinen eigenen Schwächen als mit seinen Stärken, aber ich bin so ein Vollblutverkäufer. Ich mag einfach diese Arbeit mit Kunden gerne. Ich plane gerne, ich bin ein kreativer Mensch. Ich bin auch eher leicht chaotisch, glaube ich, als zu strukturiert. Ich bin kein guter Bürokrat. Aber ich verkaufe tatsächlich sehr gerne Ideen, die wir selbst hier entwickeln. Also maßgeschneidert was für den Kunden herstellen und das umzusetzen ist toll. Und meine Schwächen kompensiere ich durch meine Mitarbeiter, weil wir ganz tolle andere Stärken im Betrieb haben. Und der Betrieb an sich ist halt das, was die heutige Zeit braucht. Der Kunde braucht einen Ansprechpartner, der komplexe Dinge löst, weil der Garten von heute ist halt total kompliziert. Und wir haben ein extrem großes Portfolio. Und das kriegt man nur hin, wenn man ein starkes Team im Nacken hat, wo die richtigen Leute die richtigen Dinge machen können. Du bist ja, also Achtermann ist ja schon lange, ganz am Anfang schon Gärtner von Eden gewesen. Du bist also auch Eden-Gärtner. Und wenn du jetzt mal da drauf schaust, was du für eine Rolle einnimmst bei den Gärtner von Eden und da auch geben kannst und was für dich eben auch die Dinge sind, die du daraus ziehen kannst. Die Frage ist auch komplex. Also ich habe mir das damals gar nicht ausgesucht. Ich bin tatsächlich in den Betrieb eingestiegen, da waren wir schon Gärtner von Eden. Und als junger Mensch nimmt man das ja auch erstmal so, wie es kommt. Mittlerweile sehe ich das alles ein bisschen anders, zumal ich ja jemand bin, der gerne gestalten möchte. Ich bin seit jetzt etwas über 2 Jahren im Aufsichtsrat der Genossenschaft dabei, weil ich möchte schon, dass die Dinge, die laufen, sich so entwickeln, dass sie für mich gut sind. Und viele Unternehmer kennen das. Man ist ein Stück weit immer, weil man sich sehr viel mit seinem Laden beschäftigt, ein Stück weit ein einsamer Wolf, der dabei ist. Und es gibt nichts Großartigeres, als mit anderen Unternehmern sich zu diesen Themen auszutauschen. Und wenn die noch branchenverwandt sind und weit genug, dass man die nicht im Konkurrenzdenken dabei hat, ist das natürlich die Stärke, die Gärtner von Eden komplett mit sich bringen. Und der Erfa-Ansatz, den wir haben bei der Genossenschaft, ist natürlich so, dass das Betriebe sind, mit denen ich mich vergleichen möchte. Also auch nicht Betriebe, die vielleicht 70 Mann haben oder vielleicht nur 5, sondern alles Betriebe meiner Schlaggröße. Und ohne die Genossenschaft fehlt uns die Geschwindigkeit in der Entwicklung. Also gerade was momentan die Themen Digitalisierung anbetreffen oder auch die Möglichkeit über die Arbeitsgruppen, die wir nun mal haben, dass da Themen erarbeitet werden, großes Stichwort Nachhaltigkeit oder sowas, wo ich alleine als Unternehmer im Alltagsgeschäft kaum Zeit für habe. Also ich glaube, jeder Unternehmer kann daraus das ziehen, was er braucht. Die Genossenschaft, die ist so eine Art großes Cluster, wo halt sich jeder unterschiedlich einbringt. Es gibt Unternehmer, die bringen sich da fast gar nicht ein. Es gibt Betriebe, die machen das mehr, manchmal als Unternehmer, manchmal als Mitarbeiter, je nachdem. Aber auch die Dienstleistungssegmente, wie jetzt Fortbildungsmaßnahmen für Führungskräfte oder auch die ganzen Schulungen für Azubis, die wir so machen, in Grünberg oder bei Bruns oben oder sonst irgendwo, das sind Dinge, die kann ich als Einzelkämpfer nicht auf die Bühne bringen. Das geht einfach gar nicht. Von daher ist der Mehrwert da. Und ich engagiere mich halt tatsächlich im Aufsichtsrat, weil ich dann das Gefühl habe, dass ich die Weichen so legen kann, wie ich sie auch für mich, für meinen Betrieb am besten einsetzen kann. Und ich kriege mehr mit. Das ist natürlich wichtig. Du jetzt mal zurückblickst auf hier eingestiegen und wie sich das entwickelt hat, würdest du noch mal was anders machen? Und wenn ja, was würdest du anders machen? Das ist auch schwer zu beantworten. Ich glaube, man muss eine bestimmte Menge an Fehler machen, um aus diesen lernen zu können. Ich glaube, hätte ich Fehler nicht gemacht, hätte ich nicht lernen können und stände jetzt vor diesen Fehlern. Also ich glaube, als Unternehmer, wenn man Dinge anschiebt und vor allem vor sich herschiebt, dann macht man diese Fehler automatisch. Das heißt, ich habe ein paar große Schnitzer mir geleistet in meiner Laufbahn hier, aber alle, die mit einem Erkenntnisgewinn nachher für mich da waren oder fürs Unternehmen da waren. Von daher so richtig gravierende Dinge. Ich hätte ein paar Sachen lassen können. Ich habe manchmal auch die falschen Kunden dabei gehabt oder auch manchmal einen falschen Mitarbeiter, wenn man schon das Bauchgefühl, wenn das schon nicht mitspielt, sollte man das vielleicht lassen. Aber in Summe
gibt es wenige Dinge, die ich weggradieren würde wollen.